Selbst für erfahrene Bowlingspieler sind Bowlingbälle manchmal ein großes Rätsel. Wir haben in der vergangenen Woche bereits über die Coverstocks bzw. Oberflächen gesprochen, über die Ölbilder und die Bahn und wie das euren Bowlingballlauf verändern kann. Und heute sprechen wir über ein ganz spezielles Thema, Bowlingballkerne. Mein Name ist Sergio und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Kanal vom BV Mainz. In unserer Bowling-Erklärt-Reihe möchten wir euch ja Bowling näher bringen und viele Sachen erklären, die ihr vielleicht nur ein bisschen kennt oder gar nicht kennt, die aber durchaus interessant sein können, falls ihr euch für Bowling interessiert. Und heute dreht es sich um einen ganz speziellen Bereich, und zwar um Bowlingballkerne, denn jeder Reaktivball und auch Urethane, was zu einem Reaktivball gehört zum Teil, die haben Kerne, nicht nur die Oberflächen und die Füllmasse, sondern wirklich Kerne, die etwas Bestimmtes machen. Und diese Kerne teilt man in zwei Bereichen auf, einmal symmetrische und asymmetrische Kerne. In diesem Video möchten wir euch kurz erklären, was die Unterschiede zwischen diesen beiden Kernen ist, wie ihr bestimmen könnt, welcher Kern für euch vielleicht am sinnvollsten ist in Zusammenarbeit mit einer Oberfläche und auch, was die Werte bedeuten, die ihr sehr oft auf den Bowlingball-Seiten sehen werdet zu diesem Kern. Wenn ihr euch für einen Bowlingball interessiert und vielleicht auf die Hauptseite bzw. der offiziellen Seite von Bowlingballherstellern wie zum Beispiel Storm gehen würdet, was ich hier als Beispiel nennen werde, weil ihre Seite sehr viele Werte und auch Bilder von den ganzen Kernen hat und ich persönlich mich mit Stormbällen am meisten auskenne, aber wenn ihr darauf geht, werdet ihr ganz viele verschiedene Kerne finden, symmetrische, asymmetrische, aber eine Sache, die bei allen Kernen gleich ist, sind Werte. Und es sind Werte, die vorgeben oder euch erläutern sollen, was dieser Kern eigentlich kann. Dabei gibt es drei Werte, wobei nur zwei davon auf allen Kernen vertreten sind. Das eine ist der RG, dann gibt es noch den Diff und dann gibt es bei einigen Kernen noch den PSA bzw. den Intermediate Diff. Doch was genau sagen diese Werte aus? Darüber sprechen wir ganz kurz, damit ihr sie besser lesen und auch verstehen könnt. Der erste Wert ist der RG oder auf Englisch Radius of Gyration bzw. auf Deutsch den Trägheitsradius. Und ganz einfach gesagt, da steckt natürlich viel mehr Physik und irgendwelche mathematischen Begriffe dahinter, aber für unser eins, die nicht so tief in der Materie drin sind, bedeutet ein RG einfach nur, wann wird der Ball anfangen, sich auf der Bowlingbahn aufzubauen. Aufbauen bedeutet in dieser Hinsicht, wann fängt er an, langsam diese Bewegung zu machen, um dann auch den Hook zu machen. Ihr werdet es teilweise beim Ballverlauf merken, er fängt ja an, sich zu drehen, dann dreht er sich ein bisschen auf, trifft die trockenen Leisten, macht einen richtigen Hook und das bestimmt auch der RG. Der RG ist in einem Verhältnis angegeben, dass umso niedriger der RG ist, umso früher wird der Ball anfangen, sich aufzubauen. Umso höher der RG ist, umso später wird der Ball anfangen, sich aufzubauen. Was bedeutet das für euch? Sehr, sehr interessante Sachen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr ein Spieler seid, der eine sehr hohe Geschwindigkeit besitzt, ist ein Ball mit einem niedrigen RG, je natürlich nach Ballverhältnissen und was für eine Linie ihr spielen möchtet, aber wahrscheinlich ist ein Ball mit niedrigem RG eher passend. Denn ihr habt sehr, sehr viel Geschwindigkeit, aber ihr möchtet natürlich, dass der Ball irgendwann auch was macht. Das heißt, wenn er früher anfängt, sich aufzubauen, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr eure Gasse trefft und ihr den ganzen Hook machen kann. Wenn ihr aber sehr langsam zum Beispiel seid, möchtet ihr einen Ball mit einem höheren RG-Wert. Denn dieser Wert bestimmt dann eben, dass der Ball ein bisschen weiter in der Bahn laufen wird, bevor er anfängt, sich aufzubauen, um den Hook dann letztendlich zu machen. Wie gehabt, in diesem Video sprechen wir immer sehr grob über bestimmte Sachen, denn es gibt viele Details, die ihr definitiv mit einem Pro-Shop-Mitarbeiter besprechen solltet, aber das nur, damit ihr den RG-Wert ein bisschen besser versteht. Der nächste Wert ist der Diff-Wert, der sogenannte Differential-Wert und ganz einfach gesagt sagt dieser Wert aus, wie viel Hook-Potenzial hat euer Ball, das heißt, wie viel Kurve kann er tatsächlich machen, wenn er auf die trockenen Leisten oder auf den Breakpoint kommt. Der Differential bestimmt den Flare-Potential und der Flare-Potential ist eigentlich nur Flare und Flare ist das, was ausdrückt, wie viel Fläche von eurem Ball tatsächlich die Bowlingbahn berührt. Ihr erkennt Flare relativ einfach an euren Ölringen, die ihr an dem Ball seht, nachdem ihr geworfen habt. Es gibt Bälle, die haben sehr, sehr viele nebeneinander, welche, die haben ein bisschen weiter auseinander und ähnliches. Und dieser Flare ist auch ein Indikator dafür, wie viel Hook-Potential der Ball hat. Also ganz einfach gesagt, höherer Diff-Wert heißt mehr Hook-Potential, niedriger Diff-Wert heißt weniger Hook-Potential. Das heißt, wenn ihr einen Ball sucht, der super aggressiv sein sollte, dann müsstet ihr einen Ball suchen, der einen sehr hohen Diff-Wert hat. Wenn ihr aber etwas sucht, was eher in dem mittleren Leiste oder vielleicht ein bisschen weniger Hook-Potential hat, dann solltet ihr definitiv nach einem Ball schauen, der eben einen geringen Diff-Wert hat.
Auch hier wieder sehr grob und sehr einfach dargestellt, aber ich hoffe, euch damit so ein bisschen erklären zu können, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch diese zwei Werte anschaut. Der dritte Wert, den ihr teilweise nur sehen werdet, wenn ihr euch Kerne von Bowlingbällen anschaut, ist der PSA oder der Intermediate Diff. Und das ist ein Wert, der spezifisch für asymmetrische Kerne dargestellt wird. Ganz einfach gesagt ist es so, dass ein asymmetrischer Kern mehrere Rotationsachsen hat. Und dieser Wert bestimmt halt, wie diese Achsen zueinander stehen und wird eigentlich nur für das Layout, bedeutet für die Bohrung des Balles, benutzt. Gerade durch diesen Wert sind asymmetrische Bälle bzw. Kerne viel flexibler in den Layout. Und ihr könnt damit viel mehr bestimmen, was der Ball machen soll. Dazu kommen wir gleich. Aber an sich ist dieser Wert nicht so, mit ihr wirklich was anfangen könnt, sondern eher der Pro-Shop-Mitarbeiter, der die Bälle bohren wird. Aber nur damit ihr euch nicht wundert, falls ihr mal einen Ball mit drei Werten seht, dann seht ihr definitiv einen Ball, der einen asymmetrischen Kern hat. Und dieser letzte Wert ist wichtig halt für die Ballbohrung. Etwas, was ihr dabei aber auch noch bedenken müsst, wenn ihr euch diese drei Werte anschaut, ist, dass die Werte nicht bei jedem Ball gleich sind. Zwar bei jedem Ball an sich, aber sie sind auch gewichtsabhängig. Das bedeutet, ein 14-Pfünder wird andere RG- und Diff-Werte haben wie ein 15-Pfünder. Und das liegt einfach natürlich daran, dass der Kern an Masse gewinnt und der Gesamtball. Das, was ihr euch einfach als Faustregel merken könnt, nenne ich das einfach mal, ist, ein höheres Ballgewicht wird dazu führen, dass ihr einen höheren Diff, das heißt einen höheren Hook-Potenzial habt und einen niedrigeren RG, das bedeutet, dass der Ball anfangen wird, sich früher aufzubauen. Also könnt ihr euch einfach merken, umso höher ihr im Ballgewicht seid, das heißt, wenn ihr zum Beispiel 16er spielt, was ja die schwersten Bälle sind, die aktuell zugelassen sind, umso aggressiver wird dieser Ball sein. Wenn ihr denselben Ball zwei Nummern kleiner, also einen 14er kauft, dann wird die Reaktion deutlich geringer sein, weil beide Werte sich nach unten verringert haben. Da wir nun die Werte von Kerne kennen, sprechen wir einfach mal tatsächlich über die zwei verschiedenen Kerne, die es gibt. Und bevor ich damit anfange, eine ganz klare Aussage. Es gibt unglaublich viele symmetrische Kerne und unglaublich viele asymmetrische Kerne. Jeder Kern wird eine Eigenschaft haben und verschiedene Werte. Das bedeutet, ihr müsst euch das schon ein bisschen genauer anschauen. Aber die Grundsätzlichkeit von dem Unterschied von symmetrischen zu asymmetrischen Kernen, den gibt es immer und darauf wollen wir hier in diesem Video eingehen. Also symmetrische Kerne sind, wie der Name es ahnen lässt, symmetrisch. Das bedeutet, wenn ihr diese Kerne in der Mitte genau teilen würdet, hättet ihr zwei komplett identische Teile. Und das hat eine ganz bestimmte Auswirkung auf den Bowlingball. Denn nachdem wir über Oberflächen gesprochen haben, Kerne sind eher das, was hauptsächlich den Hook des Balls, das heißt den Lauf des Balls beeinflussen. Die Oberflächen, in Zusammenarbeit natürlich mit den Kernen, beeinflussen eher, wie reagiert dieser Ball auf den öligen Teil, bis er den trockenen Teil trifft. Das ist sehr einfach dargestellt, aber so, damit ihr das vielleicht besser versteht. Bei symmetrischen Kernen ist es so, dass der Ballverlauf eher gleichmäßig und kontrollierbar ist. Das bedeutet, wenn ihr einen symmetrischen Ball werft, könnt ihr davon ausgehen, dass er einen eher runderen Bogen machen wird. Das heißt, er wird nicht unbedingt in den trockenen Leisten ankommen und, ich sag mal, man nennt es gerne einen Hockeystick machen, das ist komplett nach links abhauen. Und das macht symmetrische Kerne besonders gut für Spieler, die eher langsam spielen, die vielleicht nicht ganz so viele Ballumdrehungen haben oder für Spieler, die grundsätzlich gerne kontrolliert und parallel zur Bahn spielen. Das heißt, parallel eher zehnte Leiste und ähnliches und versuchen einfach nur ein bisschen geradeaus und eine schöne Kurve zu bekommen, ohne zu aggressiven Reaktionen zu erwarten. Symmetrische Kerne sind in vielen Bällen, auch in vielen Stormbällen, seit Ewigkeiten eingebaut. Der IQ Tour zum Beispiel oder die IQs haben den C3 Centripetal Core, glaube ich, nennt er sich. Und der wird seit 2012 in allen möglichen IQs genannt. Aber es gibt auch immer wieder neue Kerne. Aber es heißt einfach nur, woran viel gearbeitet wird, ist, denselben Kern mit unterschiedlichen Oberflächen zu versehen. Pearls, Hybrids, Solids, um zu schauen, wie können wir diesen Verlauf des Kerns, der sowieso schon durch die Symmetrie gegeben ist, vielleicht noch ein bisschen anpassen, eben durch Oberflächenanpassungen. Ich kann nur sagen, ich persönlich bin jemand, der sehr gerne symmetrische Kerne spielt. Dazu kommen wir aber am Ende des Videos nochmal, wenn ich ein bisschen erkläre, für wen ich was empfehlen würde. Wir sind jetzt etwas über die Hälfte des Videos schon durch und bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen, habe ich natürlich eine Frage an euch und zwar, habt ihr euch bis jetzt überhaupt schon mit Bowlingballkernen auseinandergesetzt? Wisst ihr, was symmetrische und asymmetrische Kerne sind oder habt ihr euch bis jetzt gedacht, mir doch egal, mein Pro-Shop-Mitarbeiter weiß schon, was er tut? Ich persönlich habe mich sehr spät erst damit auseinandergesetzt und ich muss sagen, ich hätte gerne früher ein bisschen mehr darüber gewusst, weil ich dadurch schon viele Bälle eingeschränkt hatte, die ich mir eigentlich tatsächlich anschaue. Aber schreibt gerne unten rein, wie das bei euch der Fall gewesen ist.
Im Gegensatz zu den symmetrischen Kernen sind asymmetrische Kerne, wer hätte das gedacht, asymmetrisch. Das bedeutet, wenn ihr diese Kerne in der Mitte durchtrennen würdet, würdet ihr zwei unterschiedliche Bereiche haben auf jeder Seite. Diese Asymmetrie ist auch super interessant, denn sie erzeugt dadurch einen komplett anderen Ballverlauf und zwar einen viel aggressiveren und viel unkontrollierbaren, könnte man sagen. Asymmetrische Bowlingbälle sind perfekt für Spieler, die sehr viel Ballgeschwindigkeit haben, sehr viele Umdrehungen, die gerne durch das Öl und offene Winkel spielen oder für Spieler auch, die einfach grundsätzlich Probleme haben, den Ball zum Hocken zu bringen. Weil sobald ein asymmetrischer Kern auf die trockenen Leisten auftrifft, dann wird er eine deutliche Reaktion zeigen. Das heißt, es ist nicht so kontinuierlich wie ein symmetrischer Ball, sondern ein Ball, der tatsächlich diesen Hockeystick eigentlich zeigt, was man ja im Englischen gerne sagt. Das heißt, er trifft auf die Leisten und dann haut er nach links ab. Auf der Hinsicht aber ist es auch so, dass asymmetrische Kerne dadurch schwerer zu kontrollieren sind. Denn sie reagieren teilweise nicht vorhersehbar und das macht sie natürlich ein bisschen schwerer zu spielen, gerade für Spieler, die vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung haben. Asymmetrische Kerne haben auch noch eine Besonderheit, die wir schon kurz erwähnt haben, und zwar haben sie einen Wert mehr als die symmetrische Kerne, und zwar der Intermediate Diff. Dieser Wert ist wichtig, weil asymmetrische Kerne eine Dreifachachse besitzen mit RG und eigentlich braucht euer Pro-Shop-Mitarbeiter diesen Wert, um zu wissen, okay, wie werde ich diesen Ball bohren, damit er das tut, was ihr damit möchtet. Wir werden irgendwann demnächst noch ein komplettes Video rund um Layouts machen, zusammen mit Marc, unserem ersten Vorsitzenden, damit ihr da ein bisschen mehr versteht, denn da kann man super viel aus dem Ball rausholen. Aber grundsätzlich kann man sagen, asymmetrische Kerne ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, dafür viel aggressiver und können halt wirklich diesen harten Hook machen, den sehr viele Leute unglaublich gerne bei ihren Bällen sehen. Ich hoffe, euch mit dieser kurzen Zusammenfassung gut erklärt zu haben, worauf ihr bei Kernen achten solltet in den Werten und was der Unterschied zwischen symmetrische und asymmetrische Kerne sind. Doch am Ende bleibt natürlich die Frage, was ist der beste Kern für euch bzw. wie findet ihr das raus? Grundsätzlich, wie immer, ein Gespräch mit einem Pro-Shop-Mitarbeiter, einer eures Vertrauens, das heißt jemand, der euch die Bälle bohrt, hilft immer und sollte auch definitiv stattfinden. Er sollte euch am besten kennen, er sollte wissen, wie ist euer Balllauf, worauf achtet ihr bzw. was für Bälle habt ihr und was passt vielleicht zu eurem Arsenal, was ihr noch nicht habt. Ich kann euch aber gerne aufgrund von einigen Gesprächen, die ich mit Marc hatte, um mein Arsenal und das besten passende für mich zu finden, einen guten Einblick davon geben, welche Gedanken ihr euch machen könntet. Ich habe ihn schon öfters erwähnt und ihr seht es teilweise in den Videos auch. Ich baue mein Spiel zwar gerade erst wieder auf, aber grundsätzlich bin ich jemand, der eher langsam bis mittelschnell spielt, so 22, 23 Kilometer die Stunde, relativ wenig Ballumdrehungen besitzt und daher eher parallel zur Bahn spielt. Das heißt, so über die siebte, achte Leiste steht irgendwo zwischen 10 und 15, je nach Bahn. Das ist mein bevorzugtes Spiel und aktuell meine Komfortzone. Aus dem Grund sind auch Solid-Bälle, also mit der Oberfläche, für mich immer sehr gut gewesen, weil sie mir hier eben helfen, in dem öligen Bereich der Bahn trotzdem durchzukommen und eine gute Reaktion hinten zu zeigen. In dem Zusammenhang sind symmetrische Bälle für mich perfekt. Warum? Es ist eine kontinuierliche und gleichmäßige Reaktion. Das heißt, ich kann sehr schnell vorab sehen, wie werde ich spielen müssen nach den ersten zwei Würfen, um eben die Gasse treffen zu können und das kontinuierlich und eben konstant. Asymmetrische Kerne sind bei diesem Bereich für mich meistens unkontrollierbar und manchmal kommen sie viel zu viel, weil sie ein bisschen zu früh die trockenen Leisten treffen und damit hole ich mir eher Splits. Aber das heißt nicht, dass ich gar keine asymmetrischen Kerne habe, denn die besitze ich nämlich für einen anderen Teil meines Spiels. Und zwar, wenn ich mich nach links bewegen muss. Wenn die Bahn ein bisschen runtergespielt ist oder ich komme auf eine Bahn, wo sowieso wenig Öl oder viel Carry-Down da ist, dann muss man sich teilweise sehr weit links hinstellen. Für mich, wenn ich auf 20 oder 25 stehe und über den 15. oder 16. Leiste spiele, ist es schon ein sehr offener Winkel, den ich sonst nicht spiele. Und da, muss ich sagen, sind asymmetrische Kerne etwas, was mir helfen, eben diesen Hook, obwohl ich meinen Winkel aufmache, trotzdem hinzubekommen. Pearls mit Länge, wie zum Beispiel mein Astrophysics oder eben auch mein Solid, mein Honey Badger Intensity, der auch einen asymmetrischen Kern hat, mit denen kann ich eben gegen die Bahn spielen, das heißt meinen Winkel weiter aufmachen und trotzdem, wenn ich an den trockenen Leisten komme, immer noch einen guten Hook haben, um eben in die Gasse zu kommen, was mit einem symmetrischen Kern teilweise nicht möglich ist, weil ich nicht genug Umdrehungen habe, um eben diese Reaktion zu erzeugen. Das bedeutet, es ist sehr situationsabhängig, was ihr benötigt und da kann mal eine andere Kernart, die im Gegensatz zu der, die ihr sonst habt, durchaus eine gute Wahl sein. Ich muss aber dazu auch sagen, asymmetrische Kerne sind für mich unglaublich schwer zu kontrollieren, da sie weniger Fehlraum geben.
Mit Fehlraum meine ich einfach nur, wenn ihr einen symmetrischen Ball spielt, habt ihr so einen Fehlraum von 3 bis 4 Leisten, je nach Bahn, wo ihr, okay, ich habe vielleicht nicht die 8., sondern die 11. getroffen, der macht trotzdem was ganz Gutes da hinten. Und mit einem asymmetrischen Kern habt ihr das eher nicht, weil wenn er was trifft, dann ist er eben nicht so vorhersehbar, nicht so kontrollierbar und dann wird er abhauen und euch meiner Meinung nach, und für mich persönlich passiert es immer öfters, mehr Splits als alles andere da lassen, wenn ihr keinen guten Tag habt, wo ihr sehr konstant und sehr stabil spielt. Ist aber natürlich meine persönliche Meinung und meine bisherige Erfahrung. Ihr könnt mir auch dazu gerne ein bisschen unten was schreiben. Und ich probiere immer mal wieder die ein oder andere Art von Kern aus und bin mit beiden bisher sehr gut gefahren, wenn ich genau wusste, was will ich mit diesem Ball erreichen. Und der dann eben die dazu passende Oberfläche, den guten Kern und auch die passende Werte hatte. Das ist aber natürlich alles, was ich gerade zu Kernen euch sagen konnte. Und damit haben wir Bowlingbälle fast abgeschlossen in den Erklärvideos. Es fehlt nur noch der Layout und der wird aber wahrscheinlich ein bisschen später erst kommen, denn dafür werde ich mir einen Ball kaufen und wir werden das Ganze gemeinsam mit Marc durchgehen. Wie geht man ein Layout an? Was kann man daran anpassen? Und wie wichtig ist es tatsächlich, was ihr vorab mit eurem ProShop-Mitarbeiter macht, damit dieser Ball auch den Lauf hat, den ihr gerne hättet? Ich freue mich wie gewohnt, wenn ihr uns einen Daumen da oben da lasst und natürlich auch unseren Kanal abonniert von BV Mainz, falls ihr Bock auf Bowling habt und euch grundsätzlich dafür interessiert. Und ihr könnt uns selbstverständlich gerne auch auf den gängigen sozialen Medien folgen oder uns auf unserer Homepage besuchen und dort auch alles zu unserem Verein erfahren.